abschauen nochmal. Sehr schwer. So, er tritt schon mal kräftig an mir. Na gut, also wird spannend auf jeden Fall hier im Vergleich zu dem GT. Nominell 3 PS weniger. Den passenden Gang für diese Zugkraft hier. 15 PS, ein Zylinder. Ungefähr 1,2, 1,3 Tonnen schätze ich. Baujahr ist aber 1954 mit 15 PS.
Achtzylinder, 1,3 Liter Hubraum, wie schon bei den vorherigen Steppern. Das waren 29,50 Meter. So, jetzt geht an den Start Klaus-Dieter Scheele aus Schwederdorf mit einem Güldner A2KS-Typ Spessart. Dieser Güldner ist 1963 gebaut, hat 15 PS und wird angetrieben von einem Zweizylindermotor mit 880 Kubikzentimeter Hubraum. So, da wollen wir mal gucken, ob er es da über die kleinen Sandhügelchen schafft. Jawohl. ...1963, das war das Jahr der sogenannten Westenteilchen-Schlepper, die vorne den Motor hatten und ganz lang den Rahmen dazwischen, um dort Geräte zwischendrin anzubauen. So, die kleinen Hinterräder haben jetzt die Traktion verloren. Wir machen eine passable Weichung. ...23,90 Meter. Aber das funktioniert mit dem Funkgerät nicht. Mit einem Deutz D15. Der Deutz D15 ist Baujahr 1959. Er leistet 14 PS aus einem Zylinder mit 850 Kubikzentimetern. Okay, das waren 20,50 Meter. Ja, der Motor hat so eine große Schwungmasse, den muss man erstmal auf Touren bringen. Und er fährt die Fließganggruppen sehr langsam hier. Aber wir hatten ja gesehen, bei den anderen R16, die wir schon gesehen haben, war der Motor zu sehr belastet. Und hier ist es eher das Gewicht, beziehungsweise vielleicht die langsame Geschwindigkeit, sodass die Traktion verloren geht. So, wenn ich richtig sehe, ist das die A7. Das ist Dennis Wierzki aus Gießen
Er fährt einen Deutz F2L 612 mit 18 PS, auch hier ein Zweizylindermotor. Den ähnlichen Stepper hatten wir ja heute schon mal hier vom Start von Jürgen Stiefbrink. Der fährt ja sehr, sehr schnell hier. Gute kleine Motor und sehr viel Leistung zu. Sogar 19 PS gemessen, also nicht über den optischen Zustand täuschen lassen, Kraft hat er wohl. Ich habe den ersten Durchgang in der ersten A vollständig.
wäre die zweite Runde eigentlich bereit gewesen, aber vielleicht hat er sich ja hier noch irgendwas ausgedacht, wie er das verbessern kann. Es ist nur zugelassener Ballast auf der Pritsche, ein paar marode Bretter und ein paar Spannwurzeln. Marode ist schon Gewitter ausgedacht für diese Dinger. Das waren 28 Meter. Ja,
hat Jan-Hermann Lindemann aus Üsede nochmal ein deutsches F1L514-51. Große Hinterräder, Baumwasser 54 auf 415 PS. Und im ersten Durchgang hatte 29,50 Meter. Schäler aus Wiederdorf mit einem Bündner Spessart, Baujahr 1963, 15 PS, 2 Zylinder mit, ja, soll ich sagen, 880 Kubikzentimeter oder 0,9 Liter Hubraum. Also, 2 Zylinderchen, aber trotzdem hier zieht er eigentlich ganz gut im ersten Durchgang, immerhin noch 23,90 Meter. Und irgendwie haben sich alle momentan etwas verbessert. Vielleicht schafft er es auch noch mal. So, das waren 23 Meter. Na gut, 90 Zentimeter weniger. Das ist okay. Aus Michel mit einem Deutz D15. Ja, das ist der moderne Nachfolger des 15er Deutz. Hier Baujahr 1959. Einzylinder hat er immer noch. 14 PS, aber bei nur 850 Kubikzentimeter Hubraum. Da sieht man mal, was dann im Prinzip der modernere Motor hier aus dem fast im Halbhubraum die gleiche Leistung rausholt. Großer Meter, wie das der Mann.
Markus Gehlig, die abzusetzen mit der Kupplung.